Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 11. März 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 968. Heute mit den folgenden Themen: 1 Milliarde, SSD 980, WordPress 5.7, Anton, AVM und P30 Pro New Edition. Ich beginne gleich mit 1 Milliarde Euro. Die gibt Apple nächstens in Deutschland aus. Da möchte man das Zentrum für Chip Design in München deutlich ausbauen. Eine langjährige Tradition, nämlich im Jahre 1981 ist Apple zum ersten Mal in München aufgeschlagen, damals mit 10 Mitarbeitern. Mittlerweile ist man deutschlandweit auf einer viel höheren Zahl. Etwas über 4000 Teammitglieder sind da im Einzelhandel, Engineering, Vertrieb, Verwaltung, in den ganzen Apple Stores etc. tätig für Apple. Und wie gesagt, das Münchner Zentrum möchte man ausbauen. Im Bereich 5G, drahtlose Technologie der Zukunft, soll man sich da widmen und forschen. Dann geht's weiter mit der zweiten Neuigkeit von Samsung. Mittlerweile ramschen sie die SSDs, könnte man fast meinen. Sie bringen ständig neue Modelle. Leider ist man ein bisschen davon abgekommen, die großen, revolutionären, schnellen, genialen Teile rauszubringen. Es geht vor allem auf dem Massenmarkt jetzt zu mit der Samsung SSD 980, eine NVMe-SSD, die es ab 50 Währungseinheiten, zumindest wenn Euro der Betrag ist oder die Währung ist eurer Wahl, für 250 GB. Weiter geht es dann hoch bis zu einem Terabyte, wo es dann um die 150 ist etc. Also preislich schon interessant. Genau, umgekehrt, 500 GB sind 69,90 und 1 Tera 129,90. Die Platte ist deshalb so günstig, weil sie auf die DRAM verzichtet und auf eine neue Technologie setzt, Host Memory Buffer Technologie, HMB nennt sich das Ganze, ist nicht ganz so schnell, das heißt am Anfang der Durchsatz hoch, aber er fällt dann nach hinten schnell ab. Da muss man halt wirklich entscheiden, was braucht man in der Maschine drin, will man gamen, will man Filme schneiden, will man viele Daten durchjagen oder nur ein Datengrab. Da kann es dann Sinn machen, auf so eine zu setzen. Weiter geht's mit WordPress. Gestern Nacht ist das Update auf die WordPress-Version 5.7 rausgefallen. Für all diejenigen unter euch, die einen Blog oder einen Podcast besitzen, seid vorsichtig mit dem Update. Noch sind einige, vor allem auch der größeren Plugins, nicht kompatibel auf die neue Geschichte. Zusätzlich kommt noch dazu, dass jQuery weggefallen ist und einige Themes deshalb auch wahrscheinlich nicht laufen werden. Deshalb auf jeden Fall macht ein Backup, bevor es macht. Noch besser, erstellt einen Klon eurer Webseite, sollte man sowieso haben, und testet darauf, wie es ausschaut mit dem Update, ob das mit all euren Plugins verhält. Dann geht's weiter mit der sehr beliebten Lern-App Anton. Die nutzen unter anderem unsere Kinder auch. Privat, aber auch in der Schule. Und da hat es bis vor kurzem eine gravierende Sicherheitslücke gehabt, sodass man sich hätte als Lehrperson ausgeben können und dann einfach mit den Kindern chatten. Ein Ding, das einfach nicht geht. Ziemlich hässlich. Zum Glück ist es jetzt gefixt, also installiert euch das nächste Update. Update ist ein gutes Thema, nämlich ein solches bekommt die Fritzbox 7530 nächstens. In der neuesten Beta ist man auf dem Release-Kandidat, das heißt, es könnte nächstens anstehen, das Update 7.25, für welches ja schon auf der 7590 auf meinen zum Beispiel drauf ist. Ich freue mich, dass die 7530 die nächste ist, denn das ist diejenige, die ich bei meinen Eltern verbaut habe. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Hinweis auf meinen Testberichten, ausführlichen Testberichten, Langzeit-Testbericht vom Huawei P30 Pro New Edition. Wenn das interessiert, lest es euch durch. Link wie immer in den Shownotes und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Euch einen schönen und erfolgreichen Donnerstag und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.